Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Integralrechnung. Ich habe zwei kurze Beispiele zum Interpretieren von bestimmten Integralen herausgesucht. Beim ersten Beispiel geht es um eine Geschwindigkeitsfunktion. Lies dir bitte die Angabe in Ruhe durch. In diesem Beispiel sind also zwei bestimmte Integrale über die gegebene Geschwindigkeitsfunktion zu interpretieren, wobei beide mit einem Ungleichheitszeichen verknüpft sind. Konkret ist die Behauptung, dass das Integral von 0 bis 5 v von t dt größer ist als das Integral von 5 bis 10 über diese Geschwindigkeitsfunktion v von t. Grundsätzlich ist eine Geschwindigkeit die Änderung des Weges mit der Zeit. Wenn ich das Integral über eine Geschwindigkeitsfunktion bilde, addiere ich viele kleine Wegänderungen. Die Summe ist dann eine große Wegänderung oder schlicht und einfach der zurückgelegte Weg. Beim Integral im Intervall 0 bis 5 v von t dt handelt es sich also um den zurückgelegten Weg in dieser Zeitspanne. Genauso ist das Integral von 5 bis 10 v von t dt der zurückgelegte Weg in der Zeit von 5 bis 10 Sekunden. Und die Aussage lautet, dass der zurückgelegte Weg in den ersten 5 Sekunden größer ist als der zurückgelegte Weg in den zweiten 5 Sekunden. Die Funktionswerte unserer Geschwindigkeitsfunktion sind positiv. Wir können daher diese beiden Integrale auch als Flächen deuten, als Flächen unter dem Funktionsgraphen. Im Intervall 0 bis 5 ist nun die Fläche tatsächlich größer als im Intervall 5 bis 10. Die Aussage ist also sogar korrekt. Damit ist dieses Beispiel gelöst. Geschwindigkeitsfunktionen können aber auch in anderem Kontext auftreten. Dafür habe ich ein zweites Beispiel herausgesucht. In diesem Fall geht es um eine Wasserversorgung. Lies dir bitte auch dieses Beispiel in Ruhe durch. Im Beispiel Wasserversorgung ist die gegebene Geschwindigkeit die Geschwindigkeit des Wassers in der Wasserleitung. Auch hier wird diese Geschwindigkeit wieder integriert. Wir haben das Integral von 10 bis 40 v von t dt zu interpretieren. Allerdings wird in diesem Fall noch zusätzlich mit der Querschnittsfläche Q multipliziert. Das Integral über die Geschwindigkeitsfunktion ist nach wie vor der vom Wasser zurückgelegte Weg im Zeitintervall 10 bis 40 Sekunden. Wenn ich nun diesen Weg und damit eine Länge mit einer Fläche, der Querschnittsfläche des Rohres, multipliziere, muss das Ergebnis ein Volumen sein. In diesem Zusammenhang kann es sich nur um ein Wasservolumen handeln. Also ist dieser Ausdruck der Ausdruck für das Wasservolumen, das von 10 bis 40 Sekunden durch das Rohr fließt. Und damit ist auch das zweite Beispiel gelöst.